Wusstest du, lieber Zuschauer, dass man auch in Excel-Prozess-Charts anfertigen kann? In diesem Video zeige ich dir, wie du in wenigen Schritten sowas kinderleicht erstellen kannst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in diesem Video wie immer Schritt für Schritt. Damit wir diesen Prozess-Charts anfertigen können, gehen wir nach oben zu Einfügen, gehen dann zu Formen und suchen uns das Rechteck mit abgerundeten Ecken raus. Zieh das Ganze jetzt so groß, wie wir das Ganze haben wollen. Dann im nächsten Schritt können wir das Ganze noch bearbeiten, wie wir das Ganze haben wollen. Das heißt, zum einen können wir zum Beispiel die runden Ecken ein bisschen, ja, weniger rund machen und nach oben gehen zu Fill Effect und können jetzt hier eine x-beliebige Farbe auswählen, die wir haben wollen, sowie die Formkontur entfernen. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, ist der nächste Schritt natürlich, dass wir nach oben gehen zu Einfügen. Suchen uns jetzt hier an dieser Stelle erstmal ein Textfeld raus, dass wir das Ganze erstmal noch benennen können. Am besten neben der Form hin platzieren, sonst würde das Ganze hier reinpacken, mittig schreiben und so weiter. Und wir wollen das Ganze dann platzieren, wie wir es haben wollen. Schreiben dann das hin, was wir möchten. Und natürlich passen wir das Ganze so an, wie wir es auch brauchen. Bist damit zufrieden, wie das Ganze aussieht, ist der nächste Schritt natürlich, dass wir jetzt hier runtergehen, wo ich das schon mal angefertigt habe, und zwar komplett und übrig, markieren uns das Ganze, denn wir brauchen jetzt den Prozesscharts. Das heißt also, wir gehen nach oben zu Einfügen, suchen uns jetzt über den ganzen Auswahlmöglichkeiten von Diagramm den Ring raus, klicken also drauf und im nächsten Schritt können wir das Ganze hier bearbeiten. Das heißt also, den Titel können wir hier entfernen, natürlich unten die Bezeichnung können wir auch entfernen, denn wir benötigen nur diesen Ring. Im nächsten Schritt natürlich können wir schon mal ein bisschen nach links platzieren, denn wir wollen das Ganze entfernen, und zwar den Hintergrund. Das heißt also, wir gehen hoch zu Format, sagen jetzt bei Fill Effect, dass wir keine Füllung haben wollen und können diesen Ring jetzt so anpassen, wie wir es brauchen. Zum einen die Größe. Im nächsten Schritt wollen wir natürlich auch noch hier das Ganze anpassen. Das heißt also, wir klicken rauf. Zum Beispiel das Komplett wollen wir noch ein bisschen bearbeiten. Das heißt also, so Doppelklick rauf, dass auf der rechten Seite jetzt diesen Datenpunktformat kommt. Und wir können jetzt hier an dieser Stelle die Füllung auswählen. Sagen hier, dass wir eine einfarbige Füllung haben wollen. Wir wollen das Ganze in Weiß haben. Und natürlich wiederholen wir das Ganze mit der linken Seite. Wir wollen aber da keine Füllung haben. Deswegen machen wir das Ganze ohne. Nun ist es nochmal so, dass wir auf das andere raufklicken. Also besser das, was weiß gefüllt ist. Denn wir wollen hier unten neben der Füllung noch den Rahmen ändern. Das heißt also, wir wollen das Ganze eine einfarbige haben. Und wir wollen das Ganze auch in Weiß haben. Nun ist es so, dass wir nach oben gehen wieder, wo wir Datenreihenoptionen bearbeiten können. Klicken also drauf und sagen jetzt natürlich, die Innenringgröße wollen wir ändern von 75% auf 85%. So sollte es dann bei dir aussehen. Und nun können wir das Ganze noch bearbeiten. Das heißt also, wir werden jetzt den Prozess oder besser gesagt den Textfeld nochmal duplizieren. Denn jetzt wollen wir das Ganze bearbeiten. Das heißt also, wir sagen jetzt, wir markieren uns alles, gehen nach oben, wo die Funktionsbeschreibung ist, können jetzt hier sagen gleich und natürlich wählen wir das aus, was komplett ist. Klicken also drauf und er hat das Ganze markiert, können das Ganze mit Enter bestätigen und siehe da, er hat es jetzt übernommen. Zwar sieht man das nicht so ganz, deswegen müssen wir das Ganze nochmal bearbeiten und machen das Ganze auch in Weiß. Platzieren uns das Ganze so, wie wir es brauchen. Und natürlich wiederholen wir das Ganze, dass wir den Textfeld nochmal markieren, duplizieren und bearbeiten. Im letzten Schritt können wir uns jetzt noch anschauen, ob wir alles richtig gemacht haben. Das heißt also, wir gehen hier runter zu komplett und können jetzt hier anstatt 80% sagen, dass wir das Ganze zum Beispiel mal 40% haben wollen. Schauen uns an, was passiert. Er reduziert das Ganze. Hier stimmt es nicht überein, denn wir müssen hier unten bei übrig leider das Ganze noch bearbeiten. Das heißt also, wir klicken auf 60% und voila. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir, liebe Zuhörer, hat das Ganze gefallen. Lass mir ein Like da, vergesst natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr gerne weitere Folgen von mir, TheCo999, in Excel verpasst. Also bis zum nächsten Mal.